Let's Play Among the Sleep. Herzlich willkommen zurück. Wir sind dabei, hier in die nächste Erinnerung, glaube ich, vorzudringen. Und dazu müssen wir das Puzzle hier lösen. Einen Teil haben wir gefunden in der letzten Folge, das war in der Richtung. Das zweite finden wir hoffentlich in dieser Richtung beim Gemälde dieser netten Dame. Erinnert mich so ein bisschen an die Grundgeschichte von The Ring mit dem Brunnen und dem Mädchen. Aber naja, das Mädchen sieht nicht ganz so übel aus. Warum kann ich nicht die Klappe halten? Trinkt die das oder leert die sich das über den Kopf, oder? Ich dachte gerade, die steht hinter mir. Okay, ich nehme alles zurück. Sie sieht aus wie die Tuss aus The Ring. Und zwar genau so. Okay, bin ich der Einzige, der keine Lust hat, runter zu gehen? Schön. Das hört sich gut an. Wir haben in der letzten Folge ja das erste Wesen hier gesehen, zumindest so halb. Kurz den Kopf, wie es aus dem Wasser aufgetaucht ist. Ich sitze schon wieder so zusammenge... Es hört sich an wie irgendeine Wasserleiche, die rumläuft. Nee. Kann das Spiel nicht so nett bleiben. Das hört sich so verdammt nah an. Alter. Kann ich einfach auf dem Sessel sitzen bleiben und warten? Alter. Das Spiel ist ja in den letzten Folgen zunehmend gruseliger geworden, aber das ist jetzt gerade Spur zu heftig für meine Begriffe. Okay, das ist ein Bett, da werden wir uns gleich mal drunter verstecken, sobald wir da reingehen. Einfach nur das Prinzip. Oh. Ich vermute, da sollten wir nicht runterfallen. Bett sind wir sicher, natürlich. Okay, hier scheint nichts zu sein. Achso, das war der Teddy, Alter. Können wir scheinbar auch hoch? Was sind das? Achso, Zeichnung. Das links sieht mir aber sehr nach dem Viech aus, was wir in der letzten Folge gesehen haben. Na, herzlichen Glückwunsch. Ein Schatten. War klar, dass ich mich da früher oder später mal vor erschrecke. So, und ab in den Lüftungsschacht. Immer wieder schön. Sind das nur Stiefel? Das würde... Ihr Penner. Aber gut gemacht, sehr gut gemacht. Warum sind hier eigentlich überall Wurzeln in dem Haus? Was ist denn hier los? Steh auf. Steh auf. Also wir sind nur so klein. Das sage ich zu mir, mit meinen Mitmenschen auch mal. Steh auf, steh auf, du bist nur so klein. So, wir kommen aber trotzdem aufs Bett. Also ich schwitze extrem und es ist nicht warm. Oh. Kommen wir da rüber? Nee. Gut, dann halt nicht. Der Schatten ist so unglaublich cool gemacht. So, weiter geht's. Oh. Verschlossen. Können wir... Wir müssen einen Schlüssel finden. Ich möchte mal kurz die Zeichnung.
haben uns die Zeichnung noch nicht genau angeguckt, würde ich. Sieht aus wie ein bisschen fetter Slenderman. Mit so kurzen Armen. Also sieht aus wie ein Mensch, kurz gesagt. Hallo? Ach, sind wir jetzt. Der Logik nach müssten wir ja genau. Das meinte ich. Eieiei. Sind das meine Schritte? Warum sind die auf einmal so laut? Wow! Fuck! Alter! Ist der noch da? Boah, ich dachte mir, dass da jetzt was steht, aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was war denn das für ein... Das sieht aus wie so ein Zweigling aus Dingsbums aus Skyrim. Bloß böser und gemeiner. Und lauter. Alter, wie? Wir müssen... Sagen wir bitte, dass wir das von hier aus aufmachen können. Ich dachte gerade, wir müssen den Hocker durch die ganzen Räume ziehen. Ach, schön. Ist aber auch mal ganz erfrischend, sich dann wirklich auch mal zu erschrecken. Dann ist man wieder für 20 Sekunden ein bisschen lockerer. Die 20 Sekunden sind mittlerweile vorbei. Ich bin wieder angespannt. Wo sind wir denn hier zum Geier? Was ist das für ein Haus? Wer baut so ein Haus? Beziehungsweise wer lässt sein Haus so verkommen? Ich muss da eigentlich nicht reingucken. Es gibt jetzt hier keine Items, die wir sammeln müssen. Thunderbüchsen oder sowas. Das waren noch Zeiten. Komm. Ich guck trotzdem rein. Vielleicht finden wir was. Nein. Gut. Dann vermutlich müssen wir hier unten durch. Kommen wir da hoch? Nein, okay, dann halt wirklich hier unten durch. Yeah, gehen wir da raus, wo das Viech gerade war. Gute Idee. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt auch so eine ganz, ganz große Interpretiergeschichte. Weil das Kind wird uns nachher sicher nicht zusammenfassen, um was es geht. Okay, also das scheint... Das sieht aus wie so Höhlenmenschen. Das sieht aus, wie wenn der Rechte gerade da sein Kind, für den der, dem da verspricht, für... Keine Ahnung, was das sein soll. Was war das? Alter! Achso! Oh. Das war ich, Verzeihung. Oh. Das war ich, weil ich probiert habe, den Teddy zu benutzen und das geht nicht, wenn er krabbelt. Warum auch immer. Okay, wir können also einmal nach da oben. Oh. Oder durch die Wand glitschen, auch immer eine Option. Okay, da kommen wir nicht hoch. Und dann halt hier lang. Hinaus. Ach, genau da stand der Typ. Das ist nicht gut. Danke für den Save Point. Jetzt bin ich froh. Jetzt kann uns nichts mehr. Alter, was hatten die auf einmal so laute Schritte? Was soll denn das? Das ist eigentlich unser Ziel. Ach, genau, wir sollen Dings. Puzzleteil ist immer noch unser Ziel. Oh Gott, das ist der Brunnen, wo die TUS vorher war. Oh nö, keine TUS. Dann lieber wieder so ein Zweigviech. Das ist okay, aber keine Brunnen. Hör, was flackert denn da vorne? Da flackert irgendwas. Kommen wir scheinbar nicht hoch. Das ist ein Schloss, glaube ich, was da flackert. Kommen wir da hoch? Nee. Ah, doch. Okay, da ist die TUS vorher rein. Oder vor 100 Jahren, oder wann das Bild gemalt wurde. Oder was weiß ich. Ist mir eigentlich auch egal, solange sie drin bleibt. Ach, schön. Ach, guck mal. Holen wir den Eimer hoch. Das ist eine gute Idee. Ist da irgendwas drin? Was einen Grund hätte, ist... Nein, man kann weitermachen. Wäre da was drin gesessen, hätte ich es direkt wieder nach unten gelassen. Komm. Ich habe zu wenig Platz mit meiner Maus hier. Entschuldigung. Komm. Ach, guck mal, das Puzzlestück. So, jetzt muss ich mal... Ja, das läuft ja dagegen. Das soll ja nicht wahr sein. Okay, können wir wohl nicht weiter hochholen. Ich
geh mal nicht zu nah ins Wasser. Ich habe auch Angst, dass wenn ich das Bullet-Teil jetzt nehme, dass wir gleich Besuch von der Lady bekommen. Was ist denn das? Ach, der Schlüssel für das Schloss da hinten. Nehme ich mal an. Würde jetzt gerade... Nicht die Tuss. Bitte, 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 bitte keine Tuss aus dem Wasser. Das finde ich gar nicht nett. Das mag ich gar nicht. Da bin ich sogar ziemlich allergisch dagegen. Was soll denn das? Alter, das sieht gerade geil aus. Aber irgendwie auch bedenken. Kommt da was? Schnell, wie kann ich Items durchswitchen? Ah. Das wäre gerade assi gewesen. Überleg mal, da kommt jetzt die Tuss aus dem Nebel raus. Boah. Schluss mit solchen Gedanken. Dann lieber wieder irgendwelche Zweigviecher. Da ist einer. Da ist einer. Vermute mal, ihr habt ihn auch gesehen. Kann es sein, dass wir es jetzt tatsächlich mal mit dem ersten Gegner zu tun bekommen, der hier rummarschiert? Der sah aber jetzt gerade wieder weniger bedrohlich aus. Vorher sah er sehr böse aus, aber das gerade war mehr... Der läuft halt im Wald rum. Ist der noch da? Tut der uns was? Ich gehe mal lieber durch den Wald statt über den Weg. Ist der noch irgendwo? Sehr gute Szene gerade. Mit dem Nebel, dem Wald, dem See. Da sind wieder wir. Wir haben irgendwie immer einen Hund dabei, oder soll das der Teddy sein? Und der Waldmensch zwischen den Bäumen. Warum? Hör auf damit! Pilze. Was soll denn das? Ich wäre jetzt so gutgläubig zu sagen, dass die Waldmenschen am Ende bestimmt total nett sind. Total missverstanden. Aber solange ich das nicht sicher weiß, werde ich mich eher vor ihnen hüten. Ah, ist so hell, man sieht's nicht. Verdammt. Können wir nicht hoch, aber durch den Baum können wir sicherlich durch. Oh nee. Hört mal auf jetzt. Das ist mir gerade echt zu viel. Irgendwas atmet hier sehr, sehr, sehr schwer. Alter, ich bin viel zu rot. Es ist zu nah, dieses Geatme. Wollte ich eigentlich vermeiden. Geht's jetzt rein? Oh, das ist ja allerliebst hier. Hä? Warum war da oben jetzt gerade Wasser? Oh. Ist doch wieder. Sind das wir oder ist das unser Teddy? Also das Kleine. Können wir da auf dieses Fass hoch? Und was klopft da?
Nee, können wir nicht, schade. Da oben ist aber auf jeden Fall der Schlüssel, zu dem wir müssen. Frage ist, wie kommen wir da hoch? Verdammt, wir können. Ah, natürlich. Dieses Dauerspeichern. Ich gucke die ganze Zeit nach unten, aber passiert jetzt nicht gerade was Neues. So. Hopp, komm. So. Ja, mit dem Schlüssel. Da draußen kommt das Viech. Und das sieht gar nicht mehr nett aus. Wow! Ist da viel zu... Alter! Ist da viel zu groß, dass es hier reinkommt, oder? Ja, glaube ich auch. Wisst ihr was? Wir warten einfach. Das wird schon weggehen, und zwar in der Pause. Und dann starten wir in der nächsten Folge völlig entspannt, weil es weg ist. Perfekt. Das ist ein Plan. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.